Ich hatte ja vor ein paar Wochen so dieses komplett verrückte Erlebnis, wo ich so nüchtern voll am Trippen war und dieses Doppelspaltexperiment gemacht habe und dann das Gefühl hatte, so durch alle möglichen Dimensionen zu reisen oder irgendwie auch Sachen irgendwie gleichzeitig zu erleben und keine Ahnung, war richtig abgefahren und cool. Auf jeden Fall habe ich ja so während meinem Erleuchtungsprozess so versucht, alle möglichen Philosophien, die es gibt, oder Religion, aber auch Atheismus in mir zu vereinen. Also sowohl, es gibt keinen Gott, es gibt einen Gott, es gibt viele Götter. Es gibt eine heilige Spaghetti und so. aber genau, dann habe ich drüber nachgedacht, weiter nachgedacht, wie das alles gleichzeitig eben sein könnte. Jetzt mal abgesehen von verschiedenen Dimensionen, wo das natürlich auch möglich ist, wie das sogar in einer Dimension zutreffen könnte. Und wohl, keine Ahnung, ist irrelevant. Und ich bin letztens dann auf eine Idee gekommen, wo ich tatsächlich so eine Antwort drauf gefunden habe, ob wir in der Matrix leben. Ich finde es ziemlich witzig. Ich würde sagen, dass die Antwort darauf ein Kreis ist. Denk mal selber drüber nach. Wie beschreibe ich das am besten? Ja, also ich habe das noch nicht so ausgefeilt, dass ich das jetzt so gut erklären kann. Bisher habe ich nur hauptsächlich in meinem Kopf drüber nachgedacht. Und es ist nicht irgendwie schriftlich festgehalten oder so. Aber momentan, ich habe so krasse Ideen in letzter Zeit, das ist, boah. Aber dadurch, dass ich an so viele Sachen gleichzeitig immer wieder denke und dann schwanke ich von dem einen Thema zum nächsten und keine Ahnung, dann ja, sind lauter Sachen so angefangen und nichts fertig. Habe ich vorhin auch was über Prokrastination gelesen. Ich kann halt wirklich, glaube am besten einfach nur rumträumen und rumdenken. Ne? Manchmal dann noch Tätigkeiten, wo ich währenddessen, während dem Tun, rumträumen und rumdenken kann. Am besten ohne Vorgaben. Oder so, dass die Vorgaben mir passen. Das ist voll schlimm. Aber eigentlich, keine Ahnung. Wie mache ich das, wenn ich, ich würde schon voll gerne in der Wissenschaft arbeiten. Aber wie mache ich das dann? Alter, ich bin so verpeilt. Ich bin so undiszipliniert. Und immer wieder so unkonzentriert. Und mache so viel Blödsinn. Keine Ahnung. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Was ich jetzt auch letztens hingekriegt habe, ich habe endlich die perfekte Dosis für mich gefunden bei Cannabis, um dabei nicht zu arg irgendwie, dass es nicht zu krass psychedelisch ist, so dass ich immer noch feiern gehen kann, ohne dass es dann so voll richtig reinknallt bei mir, weil das Ganze halt bei mir mega stark wirkt und ich habe halt auch nicht wirklich eine Toleranz oder so, weil ich das relativ selten konsumiere. Und ich war ja letztens feiern und ich habe an dem Abend so über den ganzen Abend jetzt verteilt, ich war glaube, keine Ahnung, insgesamt 9 Stunden auf der Party und ich habe glaube, ungefähr 7 Mal insgesamt an einem Melonenstück gezogen und keine Ahnung, allein das bisschen hat irgendwie schon so gereicht und irgendwie, keine Ahnung, also manchmal ist tatsächlich weniger mehr,
Ich denke, so in höheren Konzentrationen müsste ich halt wirklich so das Ganze wie ein LSD-Trip bei mir planen. Ist halt wirklich so. Oder wie einen kleineren LSD-Trip. Ja, also ich würde, keine Ahnung, Cannabis tatsächlich nicht unterschätzen. Es kann tatsächlich ziemlich potent sein. Aber ich fände es auch cool, mal so auszuprobieren, wie das ist, so eine Astralreise oder sowas damit zu machen. Ja, aber ich finde das voll cool. Also mich freut das voll.